Waffen. Fliegi 2001. Wir setzen auf dich. Und jetzt brauchen wir einfach nur normale Gegner. Solide, erschießbare, normale Gegner. Wie zum Beispiel hier drüben beim AVR Medical Center draußen. Die Verbrannten. Die wollten seit langem sowieso mal wieder erschießen. Na, kriegen wir das hin? Plock. Ich muss alle natürlich vorbereiten. Dich noch. Erwischt. Sind es nur zwei? Na gut, Wechsel. Sniperino-Modus, aber ganz schnell. Plock. Weg mit dir. Und da ist mein Insekt. Was wir auch wegsnipern. Schneid dich zusammen. Was wir auch wegsnipern wollen. Hey, hör auf! Das ist mein Insekt. Du unmöglicher Typ, du. Fliege. Da ist sie. Boom, Schakalaka. Wir machen uns unsere eigenen Insekten. Alles klar. Dingeling. Bomberang. Ist ja noch wer da, sag ich doch. Block. Dann halt so. Arm. 95%. Das reicht mir. Wir bleiben im Sniperino-Loadout. Wechseln. So fantastic. Hilfe, Hilfe. Er kommt näher. Und nun die Fliege. Wir hatten ihn getroffen. Wo erscheint die Fliege? Oder reicht ein Armschuss nicht aus? Kann das sein? Ist das Posse, Bro? Ja. Offensichtlich müssen wir den Körper treffen. Vielleicht wird das auch ausgewürfelt. Wohnt hier nicht das Testmonster? Wäre eine Testmonsterfliege nicht ideal? Ich finde schon. Und hä? Komm schon. Hier lang. Wo ist es denn? Unser geliebtes Testmonster. Oh, Testmonster. Habt ihr es schon gesehen? Da ist einer runter. Oh, da sind ganz viele runtergefallen. Warum das denn bitte? Das ist ja noch nie zuvor passiert. Season 16 hat wirklich alles verändert. Aber sowas von. Oh. Wie ein komplett neues Spiel. Na Mensch. Das reicht doch, oder? Aber hier müssen wir auf jeden Fall mit Klopperina arbeiten und auf Löcher schießen. Auf diese Löcher. Block. Fliege. Da, geht doch. Den Kryptiden mussten wir sowieso erledigen. Aber was passiert, wenn wir jetzt der Fliege ebenfalls einen Schuss geben? Kommt dann noch eine Fliege raus? Das hatten wir bestimmt schon ausprobiert. Das hat Vergangenheitsleo bestimmt schon ausprobiert. Ist ja auch ein recht neugieriger Kerl, dieser Vergangenheitsleo. Das merke ich immer. Später dann im Schnitt. Wenn ich Schnittleo bin. Hallo? Hier noch irgendwer? Alles schon tot. Mir ist es egal. Ich brauche einfach nur Gegner. Grundsolide Gegner. Mehr nicht. Ich nehme auch NPCs wie dich. Block, du Gnä. Ach, geht nicht, ne? Hat sich erledigt. Aber hier sind doch manchmal Supermutanten. Die nehme ich jetzt. Na? Da. Dich zum Beispiel. Block. Vorsichtig, vorsichtig. Haut der ab? Ja, wenn ich hochspringe, haut der automatisch ab, ne? Vorsichtig. Sniperino. Loadout. Ah, zu schnell, ne? Wir müssen ihm frontal begegnen. Nicht, dass er jetzt abhaut. Na du. Ah, ah. Da ist er, ne? Das ist er. Wo ist meine Fliege? Zack. Vier wieder. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Es kam keine Schadensanzeige. Er schläft noch. Er ist schon fliegifiziert. Komm schon, jetzt wollen wir auf Nummer sicher gehen. Schieß. Fliege. Fliege. Haben wir nicht wirklich erwischt. Ging zu schnell. Aber vielleicht wird das wirklich ausgewürfelt. Ist möglich, ne? Hier hakt unser System so ein ganz klein bisschen. Durchladen. Köpfchen. Block. Da war eine Schadenszahl. Wir haben getroffen. Zurück, bitte. Wir wollen ihn eliminieren. Und die Fliege hinterher. Boom, Schakalaka. So einfach eigentlich mit Fliegi. Verdammt nochmal, ja. Ein paar neue Tickets. Wir sind bei 13 von 30. Das ist unsere nächste Zwischenstufe. Aber wir wollten ja auch noch mehr EP rausholen. Und mehr Buffs. Also verwandte Seele.
Und dem Leo könnten wir auch noch seine Cola geben. Und irgendwer hat schon wieder hier die Vorhänge offen gelassen. Frechheit, bodenlos. Ich leg mal Fliegi wieder weg. Glücksspiel, Glück abholen. Und dann muss ich noch die Säcke zerlegen. Volle Floaters, gell? Aber Fliegi erstmal raus aus der Tasche. Oh, oh, was war denn das? Das war eine neue Animation. Oder hab ich die nur nicht gesehen gehabt? Weil ich schon vorher irgendwelche Hardbugs aufgrund von Mods hatte? Möglich. Alles verdammt möglich. Wir wollen zerlegen. Im Zerlege-Loadout. Weg da. Schrott hatten wir gar nicht. Aber die Eitersäcke. Ölige Eitersäcke. Wie widerlich. Mhm. Jetzt den Schrott ablegen. So ist gut. Ein paar Fusionskerne ablegen. Wir wollen 10, ne? Ja, wie beim letzten Mal. Ich hoffe, ich habe keinen gebrauchten jetzt abgelegt. Wir nehmen auch 12. Oh Gott, wir nehmen auch 13. Mit die Kiste ist voll. Schande. Das wird übel. Cranberry-Soße. Dann den Rußblumentee-Aufguss. Hirnbomben. Und Starlight-Bärenauflauf. Und dann vielleicht noch ganz schnell. Wegen mehr Crit-Schaden. Genau, stimmt. Beim ASMR-Testgelände die Fäule holen, damit wir mehr Crit-Schaden austeilen. Auch wenn die Fäule-Suppe nur 30 Minuten hält, trotzdem, sie verleiht uns den gleichen extra kritischen Schaden wie der süße Mutter-Bären-Tee. Okay. Sammel-Loadout. Und gucken. Hier ist für gewöhnlich alles voll. Sag ich doch. Wir haben einen neuen Teamleiter. Wir wollen ihn willkommen heißen. Hallo, oh furchtloser Anführer. Schon wieder ein neuer. Na gut. Man kann es auch übertreiben. Jetzt ist wieder Rictus. Was ist hier los? Es geht viel zu schnell. Mhm. Hier wurde ein aus dem Team entfernt. Okay. Mal gucken. Das wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Wir haben genug Fäule. Wir können ja da auch wieder welche weglegen. Wir nehmen nie mehr als 2 Fäulesuppen mit. Wegen der halben Stunde und vergammeln. Also fürs Vergammeln ist das dann auch wieder zu schade. Ich hoffe, ich habe genug abgekochtes Wasser. Werden wir sehen. Werden wir gleich sehen. Und Leo seine Cola geben. Jetzt, sofort. Da sitzt er auch. Wie gerufen. Na du, alles klar. Bock auf eine Cola. Brauchst du einen kleinen Energieschub? Hm? Echt? Cranberry Cola. Macht auch ein bisschen smarter. Nice. Nickerchen. Und schon fertig. Direkt aufstehen, weiter. Fäule kochen. Schön Fäulesuppe ziehen lassen. Mhm. Ja. Und den Rucksack wechseln, den hatte ich jetzt nur auf wegen einer Fotosession. Noch in der alten Season. Da flattern ja keine Dollars raus. Hier leider bei uns. Immer noch nicht. Aber wir lieben die Schneemod. Deswegen. Deswegen nehmen wir den trotzdem mit. Schande, Mensch. Das ist eine komplett neue Animation. Zumindest für mich. Also für mich kann ich das sicher sagen. Meine Güte. Hier geht's schon wieder drunter und drüber. Okay. Wir wollen Fäulesuppe. Da ist sie. Wir haben auch genug Wasser. Nice. Nice, nice, nice. Maissuppe brauchen wir nicht. Da haben wir den Besuchertee. Wie viele Slots haben wir noch frei? 11. Also legen wir jetzt hier noch ein paar ab. Schande, der Kuchen. Oh, der wird schlecht mit der Zeit, ne? Ja, das ist so eine Geschichte. Ich muss mir mal angewöhnen, dass wenn ich so eine Werkstatt übernehme für Fusionskerne, dass ich auch immer die Kaffeemaschine dazu baue. Weil, naja, der Kaffee hält sich halt. Und wie? Ach so, auch gewichtstechnisch können wir hier jetzt keine Fäulesuppe mehr ablegen. Ist in Ordnung. Kriegen wir alles hin. Ich futter den Kram. Ja, die Kaffeemaschine. Der Effektivität wegen. Das ist eine sehr gute Idee, da effektiver zu denken. Vielen Dank für die Inspiration. Und dann irgendwann auch den Drogenpott. Gelle, gelle. So. Fäulesuppe, ja komm, hau rein, ist gut.
Wir sind sowieso on the fly hier. Rußblumen auf Guss, Starlet, Bärenauflauf. Und dann haben wir doch genug. Die Routine schnell abfeuern. Wie sieht's aus? Uiuiuiuiuiuiui. Ja, steck mal ruhig noch ein paar ein. Zumindest die hier. Block, block mitgenommen. Oh, ganz schlimm das Ganze. Ballistobock nicht vergessen. Turbo Düngair. Hat wir auch noch ein paar, ne? Ja, ordentlich Ballistobock. Ach, guck mal, 5 Stück jetzt in der Tasche. Das ist schön. Den Händler leer machen, aber nur ganz schnell. Wenn er Kohle hat. Wir haben so viel zu tun hier. Aber wirklich, sieh mal Loadout, Handelsloadout. Schnell. Schnelle Verkaufstour. Dafür haben wir ja die Seren. 2 bitte. Ich bin so happy, dass die Save Everything Mod noch problemlos funktioniert. Dass wir hier Mengen per Tastatur richtig eingeben können, ohne da ins Feld klicken zu müssen. Hier, 1000. Dankeschön. Dann können wir ein paar verticken von den Stimpacks. Wie wär's? Oh, warte mal. Oh. Wir haben keine Verdünnten mehr. Und wir wollten ein paar Redaways zurückhalten. Ne, richtig. Aber da brauchen wir auch aufbereitetes Wasser. Weg damit. Weg damit. Schnell, das ist alles wertvolle Buffzeit von den Lebensmitteln. Sehr wertvoll das Ganze. Mods, Munition. Oh, ich habe, glaube ich, Mods abgelegt gehabt, ne? Mhm. Brauchen wir noch? Das nicht. Und das so war nicht. Hallo. Mods. Bitte sehr. Bitte sehr. Okay, okay, okay. Ja, er hat noch Kronkorken, ich weiß. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Wir müssen die Welle surfen. Wir müssen jetzt den Flow wahren. Ansonsten geht hier alles schief. Ansonsten wird es noch schlimmer. Ist wirklich so. So, hier ran bitte. Heilen. Und den Rucksack. Und dann sind wir hier weg. So, zeig mal hier. Verdünnen. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger, ne? Ja, schön verdünnte Stimpacks. Mehr brauchen wir nicht. Alles andere ist Verschwendung. Modifizieren und reparieren. Rucksack. Überfallsrucksack. Wir wollen was anderes. Etwas, was schön aussieht. Was hatten wir eigentlich außer Korn gehabt? Wir hatten uns doch extra... Ach ja, genau. Corki. Jetzt ist es mir eingefallen. Corki ist der bessere. Flaschi ist auch cool, ne? Aber Corki ist halt irgendwie sweeter oder so. Ne? Okay, ja. Repariere Rüstung. Nein, wir machen jetzt irgendwas zum Töten. Sofort. Genau. Wir verlassen das Team. Wir gründen ein neues Team. Expeditionen. Sofort. Wir wollen spielen, die neue, weil sie neu ist. Atlantic City. Die neue, bitte. Neue Expedition starten. Und wenn einer dazu kommt, ist schon, ne? Dann kommt einer dazu. Und später die Daily Ops nicht vergessen. Und jetzt nicht die Power-Rüstung vergessen. Ansonsten gehen wir drauf. Kämpfe dich bis zum Rathaus durch. Ohne Power-Rüstung wäre das absolut unmöglich. Für mich zumindest. Oh meine Güte, sind wir blutig. Na los! Kommt schon, meine treuen Recken. Hallo, 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 hallo. Schön zurückwinken. Schon wichtig. Schön sozial sein. Wir zerlegen alles. Wo kommen die denn jetzt bitte her? Aus heiterem Himmel. Mhm. Ich noch. Die Moni. Ach ja, es stimmt. Da war ja was. Ist hier noch ein Teilchen oder so? Plock. Stimpacks. Da vorne wird ja auch fleißig gekämpft. Wir haben schon gewunken, ne? Haben wir gemacht, ne? Ich glaube schon. Plock, plock. Ballistobock jetzt. Dafür ist er da. Gib ihm. Bisschen AP-Buff. Kaffee. Wobei, was ist jetzt Kaffee, was ist Kuchen? Priorität 2. Also Priorität auf Geburtstagskuchen. Der vergammelt. So für kleine AP-Buffs sollte ich vielleicht umlegen. Eins ist irgendwie jetzt aus meiner Perspektive besser zu drücken. Ah. Aber die warten jetzt alle, ne? Dass es losgeht. Mach ich nach. Nach dieser Expedition. Jimmy! Jimmy! Na du, wie geht's dir?
Ich hänge am Tisch fest. Es tut mir leid. Wir machen alles, was du möchtest. Und wir klicken einfach durch, weil... Naja, weil die Aufgaben jetzt wieder angezeigt werden. Und das ist gut. Jetzt können wir schon, ne? Begib dich zum Einkaufsviertel. Aber erst nachdem wir mit Buttercup geredet haben, möchte der wieder Dossiers haben. Aus dem Community Center. Oder geht's diesmal ganz woanders hin? Zu einer Ortschaft, die ich eventuell noch gar nicht kenne. Hilfe, das Rohr. Also das hätten sie echt abbauen können. Dann würde der Sprung viel fluffiger gehen. Machen sie vielleicht später. Buttercup. Ja. Na. Gut. Die Dossiers, ne? Los, beweg dich. Beide Aufgaben stehen da, wir können weiter. Block! Roger! Mhm. Und wieder raus. Wir dürfen jetzt zum Einkaufsviertel. Und da... Ach, zum Einkaufsviertel und dann noch rüber. Zum Community Center. Dem Bürgerhaus. Machen wir erstmal das, was draußen angezeigt wird. So, finde die verschwundenen medizinischen Vorräte. Oh, okay, das ist jetzt unsere Hauptaufgabe. Kenne ich auch noch nicht. Lampe an. Dann können wir auch mehr sehen. Wird das angezeigt? Wo was ist? Da ist noch ein Marker. Ah, mit Zielbereich. Piep was? Nee. Medizinische Vorräte. Irgendwo in diesem Gebiet. Wie sehen die aus? Das müssen wir uns merken. Wurden noch keine gefunden. Zielbereich ist immer noch aktiv. Hallo? Die machen das schon. Wir haben vollstes Vertrauen. Da! Okay, es sind Camboxen. Alles klar, wir suchen Camboxen. Auch in den Ruinen vielleicht. Ich gehe gleich nochmal zurück. Keine Cambox, vorsichtig. Bärenfalle. 3 von 5. Aber irgendwo muss noch eine Cambox rumliegen. 2, um genau zu sein. Das ist das Community House, richtig? Ich glaube schon. Steht das da? Ja, okay. Da müssen wir als zweites rein. 3 von 5. Wir suchen immer noch eine gelbe Cambox. Vielleicht ja in den Ruinen da drüben. Die questbedingten oder questrelevanten Ruinen. Geh mal rüber. Ja, für die neue Hauptquest ist diese Ruine da drüben sehr, sehr wichtig. Diese da. Und teilweise kann man da auch ein Stückchen ohne Ortschaftsladepause rein. Ach hier, guck mal. Ja, da, sag ich doch. Gut, 4 von 5. Weiter. Habt ihr noch Camboxen? Nice. Und nun Bürgerhaus. Moni einsammeln. Wichtig, sehr wichtig. Da drüben Bürgerhaus, wenn wir schon mal hier sind, lass mich durch. Du Mauer, du. Vorräte platziert. Ach. Ach so, das war hier? Okay. Erstmal Bürgerhaus. Dossiers, Kameras und manchmal auch Verteidigungsdinger, Terminals für Geschütze. So, hole die Vorräte aus der Bibliothek. Ach. Das gehört auch jetzt zur Aufgabe. Alles hier drinne. Das ist ja fantastico. Da wird mir ja ganz anders, wie das hier ineinander greift. Dossiers, optional. Auf der Toilette, stimmt. Ich erinnere mich. Ey! Verdammte Kakerlake. Das wäre auch ein Insekt gewesen, ne? Aber das kann ja keiner ahnen, dass ich hier heute noch nach Atlantic City komme. So weiter. Dingens. Hier, alles einsammeln mit Marker. Ich fluffe hier mal ganz kurz runter. Da drinnen kann ich durchgreifen. Na, geht doch. Haben wir. Und die Kamera. Wieder? Ist das die? Ist das die Kamera? Unter. Alles erschießen. Später wird das eindeutiger. Wo es die Kamera gibt. Gib dir Deckung. Gut gemacht. 1A Arbeit. Hier im Pool, Märchenwald. Bisschen was wegballern. Vorräte aus der Bibliothek hinter mir, da. Kritisch. Money. Das können wir freischalten in der Season. Können wir auch mitnehmen, aber nur zerschroten. Wir müssen woanders hin. Wir müssen in die Bibliothek. Dort wartet ein Zielbereich auf uns.
Und in diesem Zielbereich warten Money-Vorräte. Money, Money, Money. Also nicht Munition, aber trotzdem. Oh, wie hilfreich das jetzt ist hier mit der Anzeige. Aber wir haben es auch ohnehin bekommen gehabt. Das war ein Spaß. Sind wir richtig? Ich glaube schon. Richtiger. Jetzt noch höher. Eventuell. Da. Wir haben es. Nice. Block. Vorräte gefunden. Hole die Vorräte aus dem Schwimmbad. Zurück. In den Pool. Märchenwald. Da drüben. Geht's über die Toilette zufällig? Ja, es geht. Vorräte. Oh Gott, ist das hilfreich. Hier mit der Anzeige für Signalstärke. Ist das hier unten? Kann ich das vielleicht nicht sehen? Wegen des Märchenwaldes. Nee, da geht's ja auch nicht raus. Aber hier geht's ja noch weiter. Hier waren irgendwo Zelte. Nein. Das ist die Sauna. Pool. Wir sind bei Pool. Aber offensichtlich nicht ganz richtig. Ach, hier hinter. Hier hinter. Ja, glorreich. Hast du gut gemacht. Und nun eingestürzte Sporthalle. Ich glaube, das ist es. Wo die Zelte stehen. Glaube ich. Vermute. Ja. Recht. Absolut korrekt. Und hier waren die Vorräte. Eher so in die Richtung. Das müssen wir uns noch einprägen. Bin ich schon vorbei? Ja, ja. Aber auch nein. Ach, da drüben? Ach, hier. Verstecken sich aber gut die Vorräte, ne? Glorreich. Wir können zurück. Kämpfe dich durch die überflutete Stadt. Und wir hoffen natürlich, dass diesmal die Expedition auch score-relevant gemarkert wird, getrackt wird. Oh, Timmy hat sogar das richtige Bild gerade im Dialog gehabt. Das ist ja cool. Das freut mich. Wir kämpfen uns zurück. Aber wir können ja auch einfach zurückrennen. So viel kämpfen müssen wir gar nicht. Das ist ja teilweise auch Munitionsverschwendung. Wir müssen nicht jeden Kampf kämpfen. Darüber, das ist der Marker. Wir vertrauen dem Marker. Es gibt keinen Grund, dem Marker nicht zu vertrauen. Ula! Der hat sich angeboten gehabt. Moni, dankeschön. Jetzt hier noch ein bisschen rumballern. Niedere Teufel. Das ist ja schön. Oh, 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 oh. Drogenkaffee. Und Ballisto-Boxspritze. Hinter mir ist was. Hinter mir wollte jemand an die Wäsche. Zack. Und Ula, der Mann mit dem Raketenwerfer. Wir lieben ihn alle. Er ist der Stärkste. Und da ist noch was. Fliegendes, was Dickes. Gib mir her hier die Muni. Aber wir können, ne? Ja, ich weiß. Aber der Marker schickt uns halt hierher. Ich wollte das Gebiet säubern. Vorsorglich. Ist okay, ich komme. Komme. Dieser Kampf musste zwar auch nicht gekämpft werden, aber das ist halt schön gewesen. Action. Belebt das Gemüt. Timmy. Na du. Ja, ja. Wir ignorieren das hier mal ganz kurz, ne? Jo. Dankeschön. Klasse. Ein ganz schön langer Dialog. Und mit dir müssen wir nicht weiter reden, ne? Okay, cool. Lennox, willkommen. Wir können wieder zurück. Eine sehr fluffige neue Expedition. Aber wir dürfen auch die anderen Expeditionen nicht vernachlässigen. Ansonsten werden die traurig, eventuell sogar depressiv. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werden wir uns zeitnah auch um diese kümmern. Hätte ja klappen können. Lennox, futterst du wieder Nudeln? Nee, heute Kaffee. Gute Idee. Ich trinke meinen während der Ladepause. Wir können nach Hause. Alles cool. Und natürlich gab es die volle Dosis Briefmarken. Na, und hat das diesmal getrackt? Ja. Nee, doch nicht. Was?
Expedition und schließe eine beliebige Mission in Atlantic City ab. Ich weiß, was Phase ist. Hundertprozentig weiß ich jetzt, was Phase ist. Und zwar, die neue Expedition ist noch nicht richtig eingetragen. Intern. Programmiertechnisch als Expedition. Oder als Expedition in Atlantic City. Ist ja quasi auch nur ein neuer Ladebereich. Ist noch nicht zugewiesen worden. Das bedeutet, wir dürfen jetzt noch eine weitere Expedition spielen. Und zwar die andere in Atlantic City, was wir auch sofort machen wollen. Atlantic City, Promenade, das Spiel aller Spiele. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch.